Mann, ich hab auf einmal viel mehr Respekt vor Hayden Panettiere. Geri? Ich stehe draußen. Fahren wir? Oh, hallo Peter. Ich kann heute Abend nicht. Ich bin fertig. Die Letzte wollte am Schluss noch, dass ich das ganze Gleitgel austrinke. Du musst doch arbeiten. Ich habe 5 Termine vereinbart. Das ist sehr viel Geld. Tut mir leid, geht nicht. Du musst sie absagen. Was sagst du, Schlampe, zu mir? Peter, was wird das? Willst du schlapp machen? Du arbeitest, wenn ich sage, du arbeitest, Bitch. Okay. Was ist in dem Ludenkelch? Na, mein Mixgetränk aus Weizengras und Ingwer. Ich war mitten in der Saftkur. Die Zuhälternummer kam dazwischen, aber ich habe meinem Körper etwas versprochen. Nicht gut. Peter, warum hast du dich für die Kirche fein gemacht? Es ist nicht Ostern. Nein, das sind meine Arbeitsklamotten. Du arbeitest in Disneyland? Ich bin Zuhälter. Big Pete, wenn wir uns hinsetzen, darf ich mein Peniskissen verwenden? Bitch, ist mir egal. Mann, Quagmire, du kannst froh sein, er kümmert sich um dich. Ja, es ist echt toll. Ich verdiene einen Haufen Geld. Ich bin wirklich sehr glücklich. Ich bin wirklich sehr hungrig. Und keiner will dich, wenn du fett bist. Du willst essen? Geh rüber zum Tresen und verdienst dir. Wie viel soll ich verlangen? 500? So viel bist du nicht wert. Du bist Müll. Verlang 2. Du weißt, dass ich dich prügle und anschaffen lasse, weil ich dich liebe. Hallöchen, willst du Spaß haben? Und krieg ich was von deinem Burger? Hallo, Hübscher, du kriegst nichts von meinem Burger, aber du kannst was von mir haben, das wie ein Burger riecht. Okay, gehen wir. Nur damit du es weißt, ich brauche sehr lange. Sich zu prostituieren ist hart. Du arbeitest nachts, am Wochenende. Angeblich ist schon Schnee von den Toten auferstanden, aber ich kann es nie gucken. Wir treffen Quagmire, einen Jungen aus der Provinz, der von der großen Stadt träumte und der in die schmutzigen Fänge der Prostitution geraten ist. Es gibt Leute, die mich fragen, würdest du wollen, dass dein Sohn eine Hure wird? Ich antworte immer, Lady, führen wir Smalltalk oder bumse ich dich? Ich würde gern Guardians of the Galaxy sehen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass da auch so gruselige Stellen drin sind. Hey Süße, willst du Lebensmittel kaufen? Du weißt, was das heißt? Ich sage Lebensmittel kaufen, statt willst du mich für Sex bezahlen, um nicht festgenommen zu werden. Hallöchen. Oh, was machst du denn hier? Quagmire. Ich habe ein Hobby, das mich herbringt. Hey, mich friert's. Hast du eine Decke dabei oder sowas? Ich habe ein Handtuch, aber es ist feucht, weil ich Pfirsiche esse. Das mit dem Hobby war gelogen. Ich habe gesündigt. Ich werde jetzt rückwärts wieder wegfahren. Hey, Baby, willst du Spaß haben? Steig ein. Geht es euch gut heute? Ich mag's, dass es früher dunkel wird. Als was verkleidet ihr euch an Halloween? Big Pete, Hilfe! Sie will deutsche Praktiken! Deutsche Praktiken! Was? Nein, er hat seit Tagen nichts gegessen. Das wird nicht funktionieren. Aus! Aus! Sie hat uns beide. Helft uns, Luden und Notten. Helft uns, HBO-Kamerateam. Gott, Quagmire, das meiste davon war grauenvoll. Ich weiß. Manches will ich vielleicht noch mal probieren. Hör zu, Kumpel. Das tut mir alles sehr leid. Ich habe auf einmal nur noch das Geld gesehen und ich nahm an, es macht dir nichts aus, weil es immer um Sex ging. Ich glaube, du warst einfach nur sauer, weil ich nicht bei deiner Pretenders-Coverband war. Ja, das könnte auch sein. Apropos, die Pretenders haben dieses Wochenende wieder einen Auftritt. Genau wie die echte Band werden wir oft beschrieben als... Trotzdem tut es mir echt leid. Hast du die Größe, mir zu vergeben und wir können ab jetzt einfach wieder gute Freunde sein? Das fände ich schön. Ich hoffe, der Pilotenstreik hört bald auf und ich kann in meinen alten Beruf zurück. Oh, der Streik ist seit einem Monat rum. Was? Wieso hast du mir nichts gesagt? Hab ich doch. Stimmt Glenn Q10@AOL.com noch? Nein! Ah, verstehe, das erklärt's.